KI von jetzt an verstehen lernen, was es für Marketing bedeutet, was es für die Prozesse in Unternehmen bedeutet, auch was es für die Nutzung von Mobilitäts- und Infrastrukturen bedeutet. Und wenn wir jetzt uns hier hinstellen und sagen, das ist die KI und das ist die Mobilität und das E-Bike in der Zukunft, das wäre fatal. Das heißt, wir müssen jetzt Augen und Ohren offen halten, müssen genau solche Summits machen, um zuzuhören, um zu verstehen und uns auszutauschen. Insights aus den Umfragen sind natürlich auch super fürs tägliche Geschäft. Das andere ist für kleine Hersteller eher Zukunftsmusik. Deswegen sind die Insights von so einer Großumfrage sehr, sehr wichtig für uns. Also für mich das Coolste an E-Bikes ist, dass man dadurch eine riesige Zielgruppe einfach eröffnet und denen irgendwie Mobilität möglich macht. Also durch die Unterstützung selbst kann man natürlich, können ältere Leute längere Strecken fahren. Es sind für Jüngere geeignet, die einfach nicht so reinhauen wollen mit einem normalen Fahrrad, sondern auch ganz normal längere Strecken in größeren Gruppen mit anderen fahren zu können. Ich glaube, E-Bikes sind da wirklich hoffentlich bald Mobilitätstool Nummer 1. Also für mich ist eine großartige Chance, in die E-Bike-Branche einzutauchen. Super Insights, super spannende Vorträge bis dato und macht mir sehr viel Spaß, hier zu sein. Das Tolle an E-Bikes ist, dass es vielen Menschen viele Möglichkeiten gibt, sich weiter zu bewegen, als es ein normales Fahrrad tun würde. Das Tolle an E-Bike ist, dass es in der Regel zuverlässig und eigentlich auch günstig. Ich finde den Summit super, weil wir hier auch über viele Themen sprechen, die wirklich noch neu sind, wie zum Beispiel KI war heute ein großes Thema. Und der Austausch mit anderen aus der Branche ist immer sehr, sehr interessant. Ich finde immer gut, wenn die Branche zusammenkommt und man sich austauschen kann persönlich. Das war ja lange Zeit nicht so möglich. Da kann man auch mal länger über ein Thema reden, sieht vielleicht auch mal Menschen, die man länger schon nicht gesprochen hat. Muss ich ehrlicherweise sagen, das sage ich jetzt nicht, weil ich sagen sollte, sondern weil ich es wirklich glaube, ich fand es sehr, sehr gut. Und ich hoffe, dass es wirklich einen festen Platz im gesamten Jahresrhythmus der Branche findet.